Moin moin und herzlich willkommen aus Oldenburg in Norddeutschland. Wir von der Amagno Entwicklung sind mal wieder fleißig gewesen und haben eine neue Version veröffentlicht, nämlich die 5.6. Und im Folgenden möchte ich Ihnen mal vorstellen, was es so an neuen Highlights gibt. An erster Stelle stehen Verbesserungen in der OCR bei PDFs. Und zwar werden ab sofort Searchable PDFs für die Magnetisierung nativ verarbeitet. Wir nennen das intern Merging oder Morphing. Im Prinzip ist es eine Art Best of Both Worlds, nämlich unsere interne OCR im Zusammenspiel mit Searchable PDFs, was dort schon erkannt wird an OCR. Also für Sie als Kunde ist es im Prinzip eine spürbare Verbesserung der Texterkennung. Ein weiteres Highlight ist es auch, werde ich gleich mal vorführen, in der kleinen und mittleren Vorschau kann man jetzt nicht nur nach vorne blättern, sondern auch zurückblättern, und zwar von der ersten auf die letzten Seite. Weiterhin ist es möglich, den Azure Database Migration Service zu nutzen. Das war zwar bisher auch möglich, aber wir haben da nochmal genau getestet, genau eine Migration durchgeführt von bisherigen SQL-Datenbanken auf die Azure-Datenbank. Und jetzt haben wir die letzten Hürden beseitigt. Die Migration sollte also problemlos möglich sein. Zu den Vorgabewerten in der Magnetisierung werde ich gleich noch ein bisschen was zeigen. Und die Duplikatsprüfung haben wir auch verbessert. Da gab es nämlich einige Probleme. Das Ganze kann man auch jederzeit sich angucken im Amagno Changelog. Wir sehen hier die Webseite amagno.de Changelog. Da habe ich etwas zu weit gescrollt. Hier ist das aktuelle Update, die aktuellen Release Notes. Die Amagno Content Merge Technologie. Und einige weitere Leckerbissen. Kommen wir erstmal zu einem Searchable PDF. Bisher ist es so gewesen, dass nur unsere interne OCR für die Erkennung von Texten eingesetzt worden ist. Und jetzt haben wir diese Erkennung verbessert durch die Techniken von Quick PDF. Dadurch sollte die Erkennung von schwierigeren Texten deutlich verbessert werden. Bei Duplikatsprüfung hat es einige Probleme gegeben. Und zwar hat sich offenbar der Algorithmus von Seiten von Microsoft leicht geändert bei der Berechnung der internen File-ID, die wir bisher für die Duplikatsprüfung benutzt haben. Das bedeutet, dass eine Datei, die in der Version 5.4 oder früher hochgeladen wurde, eine andere File-ID hat, als eine Datei, die in 5.5 hochgeladen wurde. Deswegen mussten wir die Duplikatsprüfung umstellen. Und zwar benutzen wir jetzt eine File-Hash-Berechnung über den Dateiinhalt. Das Ganze haben wir auch schon als Hotfix in 5.5.6 eingespielt. Das heißt, wenn Sie bisher Amagno benutzt haben und auf 5.5 abgedatet haben, dann haben Sie diesen Fehler niemals gesehen. Neu ist, dass es jetzt in der Amagno Version 5.6 richtig implementiert ist, inklusive einer Migration der alten Daten. Das bedeutet, es gibt einen Migrationsalgorithmus, der erstmal ein paar Stunden oder Tage, je nachdem viele Daten zu migrieren sind, im Hintergrund mit sehr niedriger Priorität läuft. Das sollte aber auf das tägliche Geschäft keinerlei Auswirkungen haben. Insbesondere funktioniert die Duplikatsprüfung jetzt wieder zuverlässig. Zu den weiteren Änderungen gehört, dass die Dateigröße, die in der Version 5.3 eingeführt worden ist, jetzt endlich ein vollwertiges Merkmal ist. Das heißt, man kann auch nach ihr sortieren. Das Produkt Amagno Beam ist von Kunden nicht mehr benutzt worden, wird auch von uns nicht mehr unterstützt, ist also jetzt offiziell verschwunden. Ein kleines Feature, was wir bei uns auch hatten, ist das automatische Drehen. Und zwar, wenn wir Dokumente bzw. Seiten mit Text in mehr als einer Richtung haben, dann können diese Seiten automatisch gedreht werden. Das kann aber zu unerwünschten Nebeneffekten führen, nämlich dann, wenn wir tatsächlich hauptsächlich Text in einer Richtung von ganz normal von links nach rechts haben und vielleicht an der Seite noch ein bisschen Text von unten nach oben. Falls Sie tatsächlich diese unerwünschten Nebeneffekte verspüren, dass nämlich Seiten gedreht werden, die eigentlich nicht gedreht werden sollten, dann können Sie das auch pro Ablage abschalten. Und schlussendlich haben wir natürlich auch jede Menge Performance-Verbesserungen wieder dabei. Unter anderem ist das Laden des Reihentastmagnete in der Stempelansicht in der Objektleiste beschleunigt worden. Da haben wir an der kleinen Server-Kommunikation gedreht. Das ist jetzt schneller geworden. Wir haben natürlich auch wieder jede Menge Bugs gefixt. Hauptsächlich natürlich Kleinigkeiten. Aber etwas, was möglicherweise Auswirkungen haben könnte, sind Performance-Verbesserungen bei der Server-Client-Kommunikation. Dort gab es in der
Server-Client-Kommunikation einige Nachrichten, die vom Client nicht verarbeitet wurden und auch nicht werden mussten. Aber diese Nachrichten werden jetzt gar nicht mehr erst verschickt, sondern nur serverintern verarbeitet. Bei der Suche nach Dokumenten haben wir auch eine Verbesserung eingebaut. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Dokumenten nach Ersteller zu suchen. Dort ist jetzt auch die Möglichkeit hinzugekommen, nach dem Ersteller-System zu suchen. Der wird nämlich genau dann als Ersteller eingetragen, wenn es ein serverseitiger Import gewesen ist. Und schließlich haben wir noch einen Fehler behoben, wo es darum ging, dass der Dokumenttyp beim Drag-and-Drop-Import zugeordnet wird, was aber für einige Benutzer nicht möglich war, weil nämlich das Recht Dokumententyp verwalten notwendig war. Ab sofort ist dieses Recht nicht mehr notwendig. Als nächstes werde ich einiges in Amagno direkt vorführen. Und zwar habe ich mir hier mal ein Merkmalset angelegt, bestehend aus einem Textmerkmal und einem Datumsmerkmal. Ich werde dieses Textmerkmal bearbeiten und diesem Merkmal einen Vorgabewert hinzufügen. Den gab es schon vorher, wurde aber bis jetzt nur beim Stempeln verwendet. Neu ist es jetzt, dass es möglich ist, einen Vorgabewert sowohl für Stempeln als auch für die Magnetisierung festzulegen. Also für mein Textmerkmal mit dem entsprechenden Namen Text gebe ich mal ein Vorgabewert an. Ebenso mache ich das bei meinem Datumsmerkmal. Ändere also die Standardvorgabe aktuelles Datum. Und ich sage, ich möchte ein Datum, das 10 Tage in der Zukunft liegt. Als Vorgabe. Dann gehe ich mal in die Magnetisierung. Hier habe ich ein Dokument, das ich magnetisieren möchte. Ich wähle irgendeinen Dokumenttyp aus. Ich magnetisiere dieses Angebot als Angebot. Und möchte jetzt die Daten für das Magmaset eingeben. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich sage, dieses Merkmal, das ich Text genannt habe, nicht magnetisieren möchte, dann erscheint hier der Vorgabewert, den ich soeben eingegeben habe. Das gleiche auch bei Datum. Einfach nicht magnetisieren. Und dann kommt das Vorgabedatum, das 10 Tage in der Zukunft liegt, wie ich es gerade angegeben habe. Weiterhin habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Dokumente in der Vorschau anzusehen und dort zu blättern, wie bisher. Vorwärts, hat nur 2 Seiten und rückwärts von der ersten auf die letzte Seite. Weil manchmal sind die interessanten Informationen ja auf der letzten oder vorletzten Seite. Und jetzt ist es schneller, dorthin zu blättern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.